Ist von Bronchitis noch nicht gekommen. Corona 21 oder 27, 29. So Wissenschaftler geben Namen, ich weiß nicht warum. Warum Corona, warum diese Nummer 19? Da kommt aus 45. Das Schlimmste. Eine Mutation zwischen Virus und Bakterien. Aber nicht mehr Informationen für niemanden. Ich muss mir entschuldigen, die schlechte deutsche Sprache. Ich habe Deutsch nicht gesprochen, 25 Jahre. Da war ich noch in der Schizophrenie-Klinik gesperrt. Obdachlose auf die Straße leben, schlafen in Bahnhof, Waggonen, leere Kisten, Postkisten. Und viele Therapie, getrunken Tabletten von Schizophrenie-Klinik Camporab. Wenn man vergisst, viel so. Ich habe vergessen, deutsche Sprache, Hochdeutsch, habe vergessen. Aber versuche jetzt diese Anmeldung zu Bürgermeisterin und die anderen Menschen mit guter Wille zu helfen. Nicht helfen, ich bitte nicht. Das ist nur Vorschlag. Ich versuche ein bisschen gut sprechen, aber geht es nicht. Viele Werte aus. Deutsche Sprache, holländische Sprache, kurdische Sprache. Pashto Dialekt ein bisschen. Ich habe das gelernt im Asylzentrum mit Kurden zusammen, mit Leuten aus Asien. Wenn man lernt ein bisschen, so. Kommunikation wenigstens. Ein Mischmasch zwischen Englisch, bisschen Deutsch und Dialekten von diesen Völkern im Asylzentrum. Leider, ich habe Deutsch vergessen. Und jetzt versuche erklären, wichtigster Grund, mein Besuch in Österreich, Graz. Ich bin hier in Hitzendorf. Die Polizei hat mich kontrolliert vor 2 Tagen. Jetzt, wann man sagt, sein oder haben. Die Polizei hat mir kontrolliert. Papieren, Führerschein und Ausweis. Musste fahren und hier mit Hunden in Polizeistation runter in diesen Berg in Hitzendorf, 2 Kilometer Hitzendorf. Alles klar, nicht bestraft. Alles in Ordnung. Ich habe gesagt, meine Grund, warum bin ich hier. Oh, ist in Ordnung, okay. Nicht Problem, kein Problem. Und jetzt direkt. So, die Bürgermeisterin. Sie muss duzen, hat Deutsch, sage ich Deutsch, aber manchmal duzen, manchmal nicht duzen. Aber Bürgermeisterin, Frau Bürgermeisterin, Sie wissen oder haben Sie keine Ahnung über mich. Weil alles ist so ein Komplott versteckt. Die anderen Menschen stellen Sie auf meinen Platz. Wie ein Lichtträger, Lucifer, in Jugoslawisch sagen Lucionosha. Solche lügnerische und falsche Menschen nehmen ohne meine Genehmigung meine Arbeit, mein Leben, meine Werte, Filme, alles was wir gemacht haben in letzter Zeit, man kann sagen, letzten 15 Jahren, haben wir auf YouTube UFO Neuno. Gibt es viele Filme, über 200. Und diese Filme, ich habe vorher noch gesagt, 2002, ja, in Rijeka, da kommt ein Virus von Hähnchen, Hühner. Leute alle lachen. Nach 10 Tagen kommt SARS in Asien. Und so vielmal habe ich gewarnt, Menschen. Aber ich lebe in Kroatien, Auschwitz, 731 New Lager,
neue Lager wie Japanen in Manchuria gehabt haben. Mit Chinesen, Experimenten und mit Soldaten von United States, Großbritannien und die anderen im Kampf gegen Hitler und seine Kumpelskameraden, auch kroatische Kameraden. Da viele Experimente gab in diese Konzentrationslager 731. Jetzt bin ich in den letzten 23 Jahren auch viele Experimente erlebt. Mir ist diese Hand gebrochen, offene, auf der Straße. Das gibt es alles in Filmen, auf YouTube, Ufo Nuno. Und ich habe bedroht oder gedroht. Im Krankenhaus, ich werde Atombombenwaffen werfen auf die Zagreb. Und dann ein Satellit kaputt gegangen ist von russischer Siemens-Kontrolle für Nuklearwaffen. Wenn das passiert ist, fragt er mir im Krankenhaus, habt ihr etwas mit dir zu tun? Okay, ja, aber ich keine Joystick. Sonst Zagreb wegen Attentat und was ihr alle zu mir gemacht habt. Alle umbringen. Normal. Ich bin Ur-Sonne, Ur-Leben, Ur-Leben. Man sagt Sonne. Sonnenleben ist auch für die Pflanzen und die Erde hat Licht. Man Ur-Leben. Ur-Leben eine Form von Ur-Leben. Das immer ist interessiert, Vatikan und die anderen. Und deswegen Experimente mit mir, weil die Ratzinger wollte wissen, in Wissenschaft. Eine in Wissenschaft, in unserer Sprache, man sagt Otbor, in ein Amt für Wissenschaft in Brüssel. Vatikan ist nicht in der Europäischen Union. Und was sucht Chef von Inquisitia in diesem Amt für Wissenschaft, zu hören mich Spionen ohne meine Genehmigung? Was sucht er dort? Und das dauert so lange, jetzt ist gestorben. Für mich, egal mir, können alle sterben. Vatikanische und moskwanische und türkische und alle können sterben. Was habe ich zu tun mit diesen Leuten? So, liebe Bürgermeisterin, Vorschlag, nur Vorschlag. Ich brauche mit diesen Hunden, 5 Hunde habe ich vor dem Auto. Jetzt bin ich Amt und Heilige Bett. Nicht Heilige Stuhl, Heilige Bett. Amt. Rapararo von Eurigla. Oder Barisic Dario. Richtige Grundpapier Barisic Dario. Aber ein Fehler, Sekretärin, ein Fehler und jetzt bin ich Barisic. Trotzdem, Leute, für mich wissen nicht, weil viele sagen zu mir, dich führen wie toten Mann. Du bist tot, du existierst nicht. Andere nehmen doch von dir, was du sagst, was du sprichst, was du auf YouTube oder Facebook, was du und dein Freund macht. Andere Menschen das nehmen und dann verführen die Mehrheit in der Europäischen Union oder in den United States. Moskau, bei Muslimländern. Aber okay, wenn ich toter Mann raucht, nicht Zigaretten. Und trink keine Bier. Prost. Ich denke Prost in Deutsch. In Österreich. Österreich-Dialekt. So, grüß dich, Bürgermeisterin. Das ist eine große Verantwortung, dass du so etwas übernehmen auf dich. Nein. Ich will bleiben leben in Graz, weil etwas Schreckliches ist passiert. 1988. Jahr. Polizei hat mich erwischt bei schwarzer Arbeit. Ich habe gebracht, Frau und 2 Kinder, wollte Asyl nehmen in Österreich. Krieg sollte anfangen. Dann hat mich die Polizei erwischt bei schwarzer Arbeit und Aufenthalts- und Arbeitsverbot 14 Jahre. Wer kriegt 14 Jahre? Wer? Terroristen? Bankräuber?
Schmuggler, 5 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre. Aber 12 Jahre hatte Aufenthalts- und Arbeitsverbot für Republik Österreich. Und dann bin ich wieder zurückgekommen, weil ich hab mich verliebt in Graz. Ich bin verliebt mich in Graz. Und dann wieder 2 zurückgekehrt. Trotzdem Verbot. Und 2-mal Polizei hat mich erwischt. Und dann nächste Mal in Knast, 6 Monate. Weil ohne Erlaubnis und mit Verbot bin ich gekommen wieder in Graz. Und 89. Jahr habe ich aufgehört, kommen in Graz mehr. Geht es nicht, wenn geht nicht, dann. Und jetzt nach vielen Jahren, ich versuche wieder, aber dieses Mal richtig, ich habe Ausweis, kroatischer Ausweis, und Kroatien ist die Europäische Union, Schengen-Zone. Und ich will versuchen, mit dir, liebe Bürgermeisterin, muss sagen, liebe, viele Gründe für das. Viele Gründe für diese meine Werte. Ich bin nicht eine Gaune oder Kriminelle oder Bandit. Ohne Zähne bin alle Zähne raus. 2500 Tabletten für Schizophrenie, Cocktail. Jedes Tag. 15 Stück, 180 Tage. Dreimal täglich 5 Stück. Frühstück, Mittagessen und Abendessen. 5 Stück, 3-mal, 15 mal 180 Tage. Bitte rechnen. Elefant stirbt von so großer Menge. Nilpferd auch. Eine Drachen, dann kommt und gibt ihm 2005 Tabletten, wie ich, 6 Monate. Und plus noch eine Injektion, monatlich. Jeder will sterben auf meiner Stelle. Das sind so viele schreckliche Dinge, habe ich erlebt in Kroatien, Auschwitz. Das ist nicht möglich. Und das ist eure Kumpelstaat aus dem Zweiten Weltkrieg von Hitler. Politiker in Kroatien, Kirche und die anderen. Jetzt, wenn geht es, ich werde hier warten ein paar Tage. Montag bringe diesen Film. Nachricht für Bürgermeisterin. Komme wieder hier auf diese Berge. Hier ist die Schatten. 500, wir sind in Bergen gewesen, letzte 4 Jahre, Bioko. Die Hunde haben nichts gesehen, nicht einen Hund, nicht Menschen, nur Schlangen, menschliche Schlangen und tierische Schlangen. Und die sind jetzt verrückt geworden, die wollen laufen hin und her überall und bin schwer verletzt mit dieser Invalidität, linke Hand. Im Krieg ist recht linke Fuß gebrochen gegangen. Bin von Tabletten, von all diesen Mobbing und Problemen und Provokationen bin sehr viel müde. Und ich werde noch nicht lange leben auf diese Art. Deswegen ist Vorschlag. Aber Drohung ist, ich werde alle umbringen. Ganze Welt lassen. Und ganze Welt. Wie? Das man muss nicht wissen. Ich bin die Gesicht von dieser Welt. Alles, was ihr zu mir getan habt, nicht viele Menschen, aber ich sage vielleicht 50 Menschen, ich kenne Namen und Vornamen, Familiennamen. Und dieser Komplott muss gehen auf Gericht. Also, wenn es möglich in Graz oder in Graz-Umgebung eine gebrauchte Kastenwagen, Pinzgauer, alte Mercedes, gebrauchte von Stadt, Geschenk. Man muss nicht kaufen. Geschenk, gebrauchte etwas. Wann? Für mich und 5 Hunde und noch eine für Freund, Regisseur in Slowenien, er hilft mir. Er ist auch sozial. Er kriegt Sozialhilfe und er hilft mir. Es ist Tragödie und traurig in dieser Welt und der Europäischen Union. Das ist richtig Tragödie. Das Freund hilft mir und er hat auch nicht. 2 gebrauchte Wagen, ein kleines Haus in Bergen, irgendwo Umgebung Graz, damit Staatsamt, Beamter und Beamterinnen können kommen und wir machen etwas zusammen. Zusammen. Das ist dieser Vorschlag.
Okay, Hand mit Hand. Kriege. Ich brauche zwei gebrauchte Wagen, kleine Zwei-Zimmer-Haus, Häuschen, wie sagt man. Eine Zimmer für Schlafen und eine Zimmer, wenn kommen Gäste aus Staatsamt. Das ist meine Genehmigung, nur Staatsamt. Nicht die Religionen, Europäische Union, Kommission. Das sind meine Feinde. Das sind meine Feinde. Deswegen Gericht kommt Neu-Nürnberg oder Sky Bleiburg. Fragen jemand aus Kroatien, was bedeutet Sky Bleiburg. Bleiburg. Gibt's da bei Bleiburg? Wo die Schweine Hitler sind. Aber nicht zu viel. Siehst du heute. Heute sind Liberale auf der Macht. In Kroatien, in Slowenien weiß ich nicht, aber Bosnien-Herzegowina, Serbien. Alle diese Quislingen Hitlers sind die auf die, sind Macht genommen oder politische Macht und kirchliche auch hinten. Mitglieder von Hitler-Quisling, Menschen in Ex-Jugoslawien. Ich werde nicht mehr so bla 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 bla. Kleine Häuschen, zwei gebrauchte Wagen, bisschen für Benzin, tanken Benzin und Futter für die Hunde. Geld für mich und für Stadt Graz werden wir zusammen verdienen. Mit Arbeit. Aber ich muss sie irgendwo leben. In dieser Wagen geht es nicht. Seine alte Schrott, 30 Jahre alt, ich weiß nicht wie, wenn abgelehnt dieser Vorschlag wurde. Dann weiß ich nicht, was kommt weiter. Dieses Auto ist gleich, stirbt gleich. Zu viel alt und Öl kommt aus, Wasser kommt aus. Temperatur, komme auf Berg, muss stoppen. Kaltmaschine kühlen. Mechaniker wissen, was ist los. Fragen Sie jemand, Frau Bürgermeisterin, fragen Sie jemand, was bedeutet das. Und ich werde nicht mehr. Bin hier nur gekommen aus Liebe zu der Stadt. Ich hatte früher viele Freunde hier. Jetzt habe ich vergessen Namen, Vornamen. Stadtplan ist nicht mehr in den Kopf. Firma Neubauer, Zelthallenvergleich existiert nicht mehr. Vielleicht. Alter Herr Kurt hat gestorben, denke ich. Und seine Frau vielleicht führt in Deutschland. Oder ich sollte Direktor sein von dieser Firma. Die Polizei erwischte mich über schwarze Arbeit. Anwalt hat schon angefangen, Asyl für mich vorbereiten und kein Problem. Kriege Garantion für Arbeit und kommt Krieg in Jugoslawien und kein Problem, Asyl. Aber Polizei wusste nicht, fremden Polizei hat mich erwischt. Ich könnte nicht Herr Kurt Neubauer verraten. Laboratorium Straße Nummer 12. Zelthallen, Verleih und Herstellung von LKW und Abdeckplanen. Ich bin auch Meister. Große Zelte, Festzelt, jede Stadt, jedes Dorf, Feuerwehr, freiwillige Feuerwehr, Fest. Und dann brauchen Zelt und Schaukeln. Und ich bin das gefahren, montiert und hergestellt. Ein komplett Meister bin. In Wiener Neustadt war Prüfung für mich. Die sagten zu mir, alter Meister, dieser Sattler, du Junge, du bist die Beste in Europa, vielleicht in der Welt. Aber nur hast du keine Arbeitserlaubnis, musst Asyl anbieten, ansuchen, antragen. Fragt Herr Kurt Neubauer und dann mit seinem Anwalt, versuch Asyl bekommen und dann willst du richtiger Meister sein und willkommen in Österreich. Sprichst schon gut, liebst du Falco? Wir nicht, aber Falco ist unsere. Und Opus auch, wir hören bei dir im Auto, hast du auch Opus? Ja, Life is Life, das ist meine Hymne, gut. Deswegen, du hast nicht Österreich, willkommen in Österreich. Da interessiert mich nicht Politik, Vergangenheit. Ich will weitergehen, normal, sauber, korrekt leben und leben von meiner Arbeit. Nicht Schmuggler, Drogen, Händler oder Kriminal oder irgendwas, ähnlich etwas. Ich will das nicht. Besser sterben. Besser sterben als sauber. Nicht leben wie eine dreckige Kriminelle. Das kann ich. Natürlich, das kann ich. Ich war auch im Gefängnis in Deutschland. Ohne Gründe, aber 6 Monate Strafe.
Zwei Jahre auf drei Jahre. Begrenzung. Also das interessiert sie nicht. Und noch einmal. Zwei Kastenwagen, Futter für die Hunde und ein bisschen Tank für Tanken, für Benzin, für Auto. Kleine Häuschen, zwei Zimmer. Da kannst du besuchen mir oder jemand von Amt. Dann wir reden, was können wir zusammen machen. Kostet nichts. Am Anfang, wie Perpetuum mobile. Wir machen etwas zusammen, das bringt Kapitalismus. Das bringt ein Geld und mit diesem Geld wir investieren weiter. Dann brauchen sie nicht Geld von Steuerzähler, wie sagt man, Steuergeber. Die Menschen, die arbeiten und dann geben, dann zahlen Steuer. Wir brauchen nicht dieses Geld. Wir sind nicht Gaune. Wir produzieren unser Geld selber allein. Deswegen muss irgendwo leben, eine Genehmigung haben und Polizeimeldung für Lebens und Hunde. Das kostet nicht viel. Ich denke, es geht nicht besser, Vorschlag, bessere geht nicht. Nachher brauche ca. 50, aber das kann man mit Österreich Republik machen oder privat auch. Ca. 50 Menschen, etwas aus Kroatien, Griechenland, Holland, Deutschland. Der Terrorismus gegen mich. Weil keine Anzeige. Ich sage euch, was passiert. Zerstörung, Vernichtung und kaputt von Altem Testament. Und alle Religionen aus Altem Testament, die kommen, Neues Testament. Verschiedene, die Kirche der Heiligen, der Jesus Christus Kirche der Heiligen und Mormonen, wie sagt man. Auch noch. Ich will nicht jetzt reden. Und auch das Alte Testament ist eine Sammlung, wo die Juden waren überall Sklaven und dann auch mitgenommen und geschrieben, was sie gesehen haben in Ägypten, in Babylon. Und dann gibt es viele dieser Texte. Original, Ur, ist von Babylon und Ägypten, ist nicht original vom israelischen Prophet. Aber ich bin nichts gegen den Staat Israel. Bin nicht. Aber alles kaputt geht, weil die Menschen machen mir böse, etwas 360 teuflische Sachen gegen mich. Und ohne meine Genehmigung nehmen meine Arbeit und Lebenswerk für seine Gründe und dann verführen die anderen wie Luzfer, Luchonosha, Lichtträger in meinen Namen. Das geht nicht. Ein paar Ex-Kuren aus Kroatien und Ex-Junkies. Ich höre auf Radio, Filmen, Zeitungen, eine große Komplott. Besser Häuschen für uns, kleines Haus, zwei gebrauchte Kastenwagen und zusammen mit Arbeit nur Stadt Graz. Keine Politiker, nicht eine Partei und so. Stadtamt Graz. Und Mitarbeiter selber werden. Wir werden reden, was kann man machen, was kann man nicht machen. Kostet. Ist keine Investition. Aber ich will nicht mehr in Kroatien versuchen. Ich kann kehren wieder zurück in Kroatien, kein Problem. Besser sterben sauber und Rache ist meine. Rache ist meine. Das man sieht in unseren Filmen auf YouTube von UNO. Viele Menschen tot vor Zeit, bevor sollten sterben. Viele Menschen tot. Alles wegen Attentat, zwei auf mich. Und Komplott, Mobbing, was ich alles erlebt habe in Kroatien, das kann man nicht glauben. Besser nicht sagen, besser nicht sprechen. Weil ich will nicht, dass jemand von euch im Staatsamt Graz sagt, Lügner, Lüge. Besser, wie sagt Frankfurter, Halsmaul. Alle. Zusammenarbeit oder ich gehe in Slowenien oder man muss sehen. Ich werde nicht noch lang so. Rache ist meine, sowieso.
Ich bin nicht Louis XIV oder die andere. Nach mir kommt Flut. Alle tot. Das interessiert mich nicht, König. Ich bin nicht König. Ich bin Herrscher. Ja. Filme, YouTube, UFO ne UNO. Finden Sie jemanden, der kennt jugoslawische Sprache. Und wenn kennt jugoslawische Sprache, dann kannst du übersetzen. Dann können Sie übersetzen, was gibt's in diesen Filmen. Auch können Sie mich anrufen, ich werde noch schreiben, Telefonnummer, slowenische, es ist slowenische, evo samo, es ist slowenische, evo Polizei, komm. Und so, wie man sieht, Polizei kommt und muss ich weg. Ich werde versuchen, Montag in Amt reden, Haus verleben, oder ich muss verlassen Österreich. Der will nicht Ärger machen, auch nicht zum Polizisten. Der war sehr lieb, aber was suchst du hier mit Hunden? Musst du in Hotel, musst du anmelden? Gesetz ist Gesetz. Und so. Ich werde jetzt auch Anzeige machen wegen Verletzungen von meinen Rechten in der Europäischen Union letzten 23 Jahren und verlassen Österreich. Also, Montag bin ich bei Amt, 10 Minuten, und werde Telefonnummer lassen und dringend in diesem Tag eine Platzmöglichkeit erleben oder ich verlasse Österreich. Ich will nicht mit Polizei Ärger haben. Das will ich nicht. Ich respektiere auch jede Polizei in jeder Welt, in jeder Stadt. So geht es nicht. Der sagte mir, Leute rufen an, sind 500, haben Angst, erschreckt, sie sind nicht gemeldet und er hat recht. Also, Bürgermeisterin, Möglichkeit leben, in Montag gleich, nicht morgen, übermorgen, wir werden sehen. Gleich Montag Antwort, rufen Sie mich an Telefon, slowenische Nummer. Ich habe nichts meine. Er fragt mich, dieses alte Auto, Schrott, du bist keine Künstler. Aber es geht nicht sprechen über diese, was bin ich. Ich bin größte, wie sagt man, größte Dissident in Weltgeschichte. Niemand hat so viel geschrieben, gemalt über Zukunft und alles passiert ist. Außer mir. Niemand. Gibt's in Büchern etwas, aber nicht so viel wie meinen Art und Wert und Werk, Arbeit. Deswegen YouTube, UFO ne UNO, ein Wort. Und antworten Sie mir Montag, weil Montag gehe ich weg. Tut mir leid. Ich habe versucht, aber mit Gewalt geht es nicht. Ich hau hin und her, wie ein Penner. Schlafe im Wald, schlafe da, das geht nicht. Das ist mir alles gekannt, ich kenne das. Man muss irgendwo sein, ich will nicht auf Auto schlafen, gehe im Wald schlafen, dass ich niemanden störe. Aber Leute sehen, haben Angst und rufen Polizei an und Polizei kommt auf die Kontrolle. Und sie sind nicht gemeldet und jetzt will ich nicht mehr. Ich habe so viel Schrecklich erlebt in Kroatien. Dann habe ich PTSD von Polizisten, alle Polizei in der Welt, egal. Kroatien, Slowenien, Deutschland, Österreich, egal. Und Polizist sagte jetzt, du kannst noch heute da sein und morgen mache ich die Anzeige. Also ich werde bis Montag irgendwo versuchen sein. Und dann bringe das in Bürgeramt, Bürgermeisterin, wo ist der? Ich werde finden auf den Stadtplan. Und bringe das, und wenn nichts, gleicher Tag aus, Wiedersehen Österreich. Ich bin nicht euer Feind, aber geht es nicht. So, ich bin nicht Penner. Heute kleine Kinder mich durch Fenster, Penner. Ich kenne Grund, warum. Deswegen Anmeldung und Anzeige wegen Faschisten, die machen meine Leben letzte 23 Jahre so
viele Mordversuche, ist das, wie man sagt. Ein richtiger Mordversuch, komplett. Von vielen Menschen. Nicht nur Parkuren, sondern viele Menschen. Es ist nicht so leicht. Wiedersehen. So. Endlich sind wir in Graz. Abgeschoben vom Hinzendorf. Könnten wir nicht oben bleiben. Polizei sagte, alles klar. Gesetz. Sie müssen im Hotel sein. Und jetzt, liebe Bürgermeisterin, es ist Vorschlag. Im zweiten Teil wird schon besser erklärt werden. Wir brauchen ein kleines Haus. Zwei gebrauchte Wagen, Pinzgauer vielleicht. Und eine gebrauchte zwei Wagen. Wir haben 7 Hunden. Ein kleines Haus, so ein Schlafzimmer, wie ich sage. Schlafzimmer, Wohnzimmer und Toilette. Und dann Besuch nur von Staatsamt Graz. Nichts. Niemand, gar nichts aus der Europäischen Union und Kroatien aus erster Stelle. Niemand, niemals. Die Schweine, narzisstische. Ich habe anerkannt, dieser narzisstische Staat. Ihre Schuld, nicht meine. Da. Toter Mann spricht nicht und macht keine Filme und keine Anmeldung bei den Staatsbürgerinnen. Wir sind morgen noch hier, Samstag, und in diesem Zelt ist okay. Ich bin Zeltmeister, und sowieso gut. Wir werden Telefonnummer geben und Mail und ein kleine Zeit abwarten und dann melden mich auf russische Botschaft in egal, Slowenien oder in Kroatien, chinesische, Vietnam. Gibt's viele Länder, normale Länder mit normalen Menschen, mit Gesetz, so auf die erste Stelle. Nicht Geheimnisse. Was ich schrecklich erlebt, alles in Kroatien, das ist nur für ein neues Gericht. Und dann anfangen von Stepan Mesić, Ivica Račan, bestraft. Zoran Milanović ist Präsident Kroatien, aber damals war er Präsident, Regierungspräsident. Tomislav Karamarko, Tomislav Orešković, Ivo Sanader, Plenković, sada Präsident of Regierungsparlament, Brüssel Clown, Präsident. Und Ex-Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarović. Also 50 Menschen werde ich anklagen aus Europa. Oder kommt Sky Bleiburg. Das ist ihre Wahl, noch nicht meine. Für mich ist egal. Aber will nicht bestraft sein, alles, was ich erlebt in diesem Krieg in der Ukraine, sollte nicht sein. Aber 23 Jahre mich halten in diese 731 Konzlager, Kroatien, Auschwitz, wie Japaner in Mandschurien haben gehabt. Experimenten, mit mir auch. Hand so viel gebrochen, ich hatte Gangrene und Bakterie, goldene, diese Bakterie ist drinnen in mir und ich lebe mit ihr 23 Jahre. Dann war noch Psychiatrieklinik, da will ich nicht mehr reden. Wir lassen das für ein Interview. Jemand vom Staatsamt soll sich melden und kommen mit Papieren, Haus vermitteln, ein Jahr, unterschreibe. Kriegen wir 2 Kastenwagen, gebrauchte, ein Jahr, unterschreiben. Geld werden wir selber verdienen, in zusammen mit Arbeit, wie sagt man, mit Stadt Graz. Nicht mit Brüssel, nicht mit Riem, Roma, nicht mit Washington, nur mit Stadt Graz. Und da werde ich suchen, Freunde. Damals 87, 88 und 89. Ich hatte viele, viele, viele Freunde. Es geht mir nicht um Politik, was jemand denkt, glaubt. Aber wenn korrekt Beziehung ist und gut, sauber, alles, warum nicht Freundschaft?
Ich brauche nicht Feinde, brauche Freunde. Das alles. Wir werden warten. Eine kleine Zeit, eine Woche, zwei Wochen. Bis Staatsamt, Bürgermeisterin, entscheidet. Geld auch brauchen wir nicht. Das können Sie spenden selber privat von dieser Beamten. Jeder gibt 100 Euro, 20, 30 Leute, wir brauchen das genug für ein kleines Haus. Zwei Wagen, ich habe zwei Autos, weiß ich nicht, ich gebe eine. Wir brauchen nicht Geschenk. Ein Jahr. Alles korrekt, sauber, mit Anmeldung bei Polizei, damit dann niemand sagt mir etwas über Gesetz gebrochen. Nein. Ein kleines Haus und wir werden dort ein Amt haben und Besuch nur vom Staatsamt Graz. Besuch und Mitarbeit. Und Geld werden wir selber verdienen. Ich weiß, was ich brauche, werde ich aufschreiben. Stadtamt sagt, ja, haben wir nur das. Nur das. Nicht Millionen, nicht Tausenden Euro. Brauche ich nicht. Wir werden Geld selber verdienen. Aber erstmal müssen wir irgendwo wohnen. Und Transport haben. Auch für die Hunde. Und da geht es nicht mehr. UFO Neuno. Page, Seite, UFO Neuno, ein Wort, YouTube, 200 Filme, finden Sie jemanden mit jugoslawischer Gespräch, Kenntnisse, Sprachkenntnisse, Sprachkenntnisse. Ich werde auch ein bisschen Deutsch, ich hab nicht gesprochen, 25 Jahre und hat alles diese schrecklichen, schlimmsten Erlebnisse in dieser Kroatien Auschwitz, da habe ich Deutsch vergessen und Englisch und viele andere Sprachen auch. Gut, dass ich noch lebe. Ohne Himmel. Lange, lange Zeit vorher schon tot. So, Name von Terroristen und Desaster, Zerstörung von Zivilisation sind bekannt. Circa 50 Menschen und dann nachher mehr. Nach Untersuchungshaft viel mehr. Das geht nicht. Geht es nicht so. Und wir sind auch Union Samojad Nomad. Auch haben wir Facebook. Union Samojad Nomad, Dario UFO Neuno, Bubi i Snješka, UFO Neuno Anda, Dario Barišić, zweimal. Und Dario Barišić, Raro von Eorigl. 7, 8 verschiedene Seiten und am Anfang noch vor 10 Jahren mehr. So viel geschrieben und alles passiert ist. Niemand in Geschichte. Niemand so etwas getan hat. Niemand. Ich bin nicht neidisch auf niemanden. Auch nicht Schriftsteller und Kunstmaler. Aber so, dass ich lebe wie eine Penner und gestern die Kinder mich schimpfen. Penner. Na da, man geht es nicht mehr so. Also, kleines Haus, zwei gebrauchte Wagen und ein Jahr. Möglichkeit leben in Graz und Zusammenarbeit anfangen. Wenn das geht nicht, kostet nichts. Haus zurück, Autos zurück und wir gehen in ein anderes Land, Staat. Geht es nicht? Geht oder ja? Mal sehen.